Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Titan Quest. Mit einem ganz klein wenig Rauschen, aber nicht viel. Wenn es stärker rauschen sollte, dann ja, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich habe gerade schon mal zwei Folgen aufgenommen. Ich habe jetzt ungefähr eine Stunde aufgenommen, dann habe ich erst was gegessen. Wollte da während hochladen. Aber ich habe gemerkt, fuck, du hast ganz komplett alles aufgenommen, aber es gab keinen Ton. Yeah, deswegen, wir sind ins Minotaurische Labyrinth gelaufen, also deswegen jetzt hier eine kleine Zusammenfassung. So, also wir sind ins Minotaurische Labyrinth gelaufen, halt mal die Klappe hier, du nervst. Also wir sind ins Minotaurische Labyrinth gelaufen und wir sind jetzt hier, an dieser Stelle. Wir haben das hier gefunden. Wir haben unser Dämonenblut endlich voll bekommen. Wir haben noch ein Schild gefunden für unseren Jäger. Ja, wenn wir Glück haben, zeige ich euch das am Ende der Folge noch. Also, wie ich es bei meinem Jäger benutze. Aber jetzt laufen wir erstmal hier weiter. Mit Karte natürlich. Ich werde jetzt einfach da mal ein bisschen durchrennen. Und ja, ich werde wirklich durchrennen. Weil ich einfach gerade schon eine halbe Stunde, weil ich einfach gerade schon eine Stunde ohne Ton aufgenommen habe. Und ich habe keine Lust. Das ist das Blödeste, was einem passieren kann, dass man ohne Ton aufnimmt. Eine Stunde Folge und du kannst nicht wieder zurücklaufen. Und wieder vom letzten Spielstand aus anfangen. Das funktioniert nicht. Ach, und wir haben zwei Mechanikteile bekommen. Auch ein Relikt. Und ja. Aber mehr haben wir nicht bekommen. Aber ich hoffe mal, dass es jetzt mit dem Ton klappt. Wobei es echt komisch ist, weil bei Siedler hat es immer geklappt. Siedler konnte ich ohne Probleme aufnehmen. Nur hier, man sieht meine Lebensleiste nicht. Ich habe manchmal keinen Ton. Dieses Spiel hier ist verflucht. Am Laptop konnte ich es aufnehmen, aber da wollte es nicht so richtig. Nee, am Laptop konnte ich es aufnehmen, aber da hat es geleckt ohne Ende. Meine Güte, dieses Spiel hier ist verflucht. Kann ich nicht einfach ein ganz normales Let's Play von diesem Spiel machen? Das Spiel ist cool. Man muss ein Let's Play davon machen, wenn man Let's Player ist. Und solche Spiele, Rollenspiele und sowas spielt. Diablo-Style-Spiele spielt. Ah, toll. Jetzt habe ich eine Nachricht in Skype bekommen. Tut mir leid, wer auch immer das, mir das geschrieben hat. Du musst warten. Jetzt musst du warten. Jetzt habe ich keine Lust, dir zu antworten. Beziehungsweise ich kann jetzt nicht antworten. Wenn ich raus tappe, dann bricht die Aufnahme ab. Und ich habe gerade schon eine Stunde umsonst aufgenommen. Ja, ich habe eine Stunde umsonst aufgenommen. Egal, regen wir uns nicht darüber auf. Wir sollten gleich hier beim Boss sein. Ich schätze mal, dass wir gleich hier beim Boss sein sollten. Das wird jetzt gleich interessant. Das wird jetzt gleich interessant, wenn wir beim Boss sind. Ja, aber da sollte der gleich da sein. Halt, warte, wir laufen den Weg. Und ja, es rauscht wieder ein bisschen stärker, aber... Hey, das muss so sein. Wenn es hier mit dem Ton nicht funktioniert. Mit meiner Stimme. So, hier sind wir beim legendären Boss. Naja, nicht beim legendären Boss, aber bei einem Boss. Wir sollten erstmal die Maschinen hier plätten. Bevor wir irgendwas anderes tun. Fuck! Lauf! Oh
Bei dem Boss da unten sollen wir unseren Typ hier nicht einsetzen, aber hier dürfen wir. Hier müssen wir sogar. Trink, 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 lauf, 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 lauf. Oh. Ihr neuer Mut, da sollten wir es damit schaffen. Der ist Level 20, oh mein Gott, wir sind erst Level 17. Steini, Steintyp, hau ihn platt. Kernbewohner. Halleluja. Oh mein Gott. Gleich werden wir den neuen Mut benutzen. Ah, lauf! Boah. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir haben es geschafft! Einfach nur geschafft! Vielen Dank, mein Kernbewohner. Vielen Dank. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Aber leider musst du jetzt gehen. So, und jetzt, ich habe im letzten Part gesagt, der leider nicht online kommen kann, weil ihr nicht hört, was ich gesagt habe. Yay, ihr habt einfach nicht gehört, was ich gesagt habe. Hoffentlich ist es jetzt besser geworden. So, aber ich habe gesagt, ich kann ihn nicht mitnehmen. Warum wollte ich euch jetzt in diesem Part erklären? Wir werden erstmal noch Tränke holen gehen. Und ja, ich kann ihn nicht mitnehmen, weil dieses Bossmonster da unten, die Begleiter von mir, also von dem Hauptcharakter, nehmen kann und zu ihren Begleitern machen kann. Und das fuckt ab. Die Biester haben Klauen und Zähne, aber du hast Feuer. Du ja, ich weiß, hier weg Zeus. Mit. Und ich kann dir Sachen verkaufen. Ich habe im letzten Part auch noch etwas gesagt, aber das wäre, was ich machen wollte, und zwar die ganzen Punkte hier verbrauchen, weil wir auch ein Level hochgekommen sind, also eine Stufe hochgekommen sind. Aber das werde ich nicht tun, aus dem Grund, dass einfach zu wenig Punkte sind, um die zu verwenden, weil ich dachte, ich komme vielleicht noch eine Stufe hoch. Aber dem ist leider nicht so. Also, ab in den Kanalraum. Wo sich ein hässlicher Tekine breit gemacht hat. Spoiler! Nein, kein Spoiler. Mir. Mit Stufe 21! Zum Glück keine 31er. Mal sehen, ob wir es schaffen oder ob wir nochmal laufen müssen. Aber ich nehme mal an, dass wir es schaffen werden. Scheiß Lebensentzugsteile.
Die fucken einen nur ab. Wartet mal. Sollte ich nicht bei ihm machen, aber der hat ein bisschen mehr Schaden. Auf den 21er drauf, los! Ah, wir schlagen uns eigentlich ganz gut. Los! Mit Feuer haben wir die beste Wahl getroffen. Einfach drauf. Ich konnte nie einfach einen drauf gehen. Es hat nie geklappt. Immer musste ich irgendwann rennen. Aber hier mit Verteidigung und Feuer. Halleluja! Damit geht es doch schon ganz gut. Jetzt nicht aufgeben. Nein, er hat sich geheilt. Nein. Los, los, los. Auf geht's, komm! Hopp! Yes! Mamma mia! Schon wieder diese Arcane-Formel. Oh mein Gott, das tut nicht gut. Das tut weh, die zum dritten Mal zu sehen. Das tut weh, sowas von weh. Okay, nicht gut, nicht gut. Alles Mist. Gut, was hast du zu sagen? Du hast ihn vernichtet. Ich habe von meinem Versteck aus alles gesehen. Feigling. Es war erstaunlich. Ich kann noch immer nicht glauben, dass ein Sterblicher es geschafft hat, einen Telkine zu erledigen. Leider gab es keine Möglichkeit, ihn davon abzuhalten, den Kanal zu zerstören. Jetzt sind wir von den Göttern abgeschnitten. Sie können unsere Schreie nicht hören und sie können uns nicht helfen, wenn wir sie am dringendsten brauchen. Wenn es keinen Weg mehr gibt, die beiden Reiche zu verbinden, dann fürchte ich, dass die Menschheit der Monsterplage kaum etwas entgegensetzen kann. Bitte gehe nach Ägypten. Suche dort den Mann namens Imhotep. Er ist... Ich habe ja, tut mir leid, aber ich kann jetzt... Ich will mir das nicht anhören. Dem sein Gelaber über die Götter. Ja, ich weiß, dass ich Imhotep suchen muss. Das hat er mir noch erklärt. Das wollte ich aber auch noch da lassen. So, aber nach Ägypten werden wir im nächsten Part reisen. Ich habe jetzt einiges geschafft wieder. Trotz, ja, kleiner Komplikation, dass bei zwei Parts einfach meine Stimme gefehlt hat. Und ja, ich würde sagen, das war's diesmal für den Part. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute.